Herzlich willkommen zur Videolösung der zweiten Serie. In dieser Serie besprechen wir eine typische Aufgabe, wie sie in der Thermodynamik immer wieder gestellt wird. Wir bearbeiten eine Aufgabe zu sogenannten Kreisprozessen mit idealen Gasen. Wir haben hier diesen folgenden Kreisprozess. Ich lese auch die Aufgabe dazu kurz vor. Ein ideales einatomiges Gas durchläuft den in der Figur gezeigten Kreisprozess. Der Prozessschritt von 1 nach 2 ist isotherm, das ist dieser Schritt hier, und derjenige von 3 nach 1 oder von 1 nach 3 ist adiabatisch. Jetzt lösen wir verschiedene Teilaufgaben zu diesem Kreisprozess. Wir wollen verschiedene Größen berechnen in den verschiedenen Prozessschritten, welche jetzt in der Figur noch nicht gegeben sind. Wir wollen Arbeiten ausrechnen, Wärmemengen, die hinzugefügt werden und Ähnliches. Jetzt macht es Sinn, etwas Allgemeines zu sagen zu diesen Aufgabentypen. Was man nämlich bei diesen Aufgabentypen immer eigentlich benutzen kann. Bei uns handelt es sich eigentlich immer um ideale Gase. Das heißt, man weiß sofort, ja, diese Gleichung für das ideale Gas, die ideale Gasgleichung, die können wir eigentlich immer verwenden. Kommt natürlich darauf an, welche Größen das bereits gegeben sind. Aber grundsätzlich diese Gleichung, die gilt an jedem Punkt in so einem PV-Diagramm. Was wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen können oder sollten, ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist das Delta U oder die Änderung der inneren Energie. Das ist mit groß U gekennzeichnet, ist gleich der Arbeit, welche von der Umgebung am Gas verrichtet wird, plus die zugeführte Wärmemenge an unserem Gas. Also es fällt vielleicht auf, eigentlich ist dieser Hauptsatz nichts anderes als Energieerhaltung. Wir fügen einem System Energie zu oder nehmen Energie weg. Entsprechend ändert sich die innere Energie dieses Systems. Die innere Energie, das dU, das kann eigentlich immer geschrieben werden als die Anzahl mol n mal die molare Wärmekapazität CV bei konstantem Volumen mal die Temperaturänderung. Und die Arbeit, welche am Gas verrichtet wird, das dW, ist dann definiert durch minus P mal dV. Vielleicht noch kurz ein Kommentar zu diesem Hauptsatz, falls ihr das in anderen Lehrbüchern oder im Internet googelt, dann kommt man je nachdem auch auf eine andere Definition, wo hier ein Minuszeichen steht. Aber dabei handelt es sich nur um eine Konvention, um eine andere Sichtweise. Das ist aber genauso richtig. Man muss sich einfach immer bewusst sein, wie man diese Formel liest. Also eigentlich alles hier auf der rechten Seite, das wird gesehen als Energie, die dem Gas zugeführt wird. Also Arbeit, die von der Umgebung am Gas verrichtet wird und Wärmeenergie, die ans Gas weitergegeben wird. Dann bei diesen Kreisprozessen gibt es so vier typische Prozesse, welche wir kennen sollten oder welche sehr nützlich sind. Natürlich kann es beliebige Kreisprozesse geben, aber in eigentlich allen unseren Aufgaben kommen immer wieder diese vier Prozesse oder diese vier speziellen Prozesse vor. Das ist unter anderem eine isochore Zustandsänderung. Die isochore Zustandsänderung eines geschlossenen idealen Gases ist definiert oder ist das Spezielle daran ist, dass das Volumen konstant bleibt. Wenn wir uns also zum Beispiel
in unserer speziellen Aufgabe jetzt diesen Prozessschritt von 2 nach 3 anschauen, dass hier handelt es sich zum Beispiel um einen isochoren Prozess. Dabei bleibt das Volumen gleich, das heißt die Änderung des Volumens, das dV, das ist 0, entsprechend kann auch keine Arbeit verrichtet werden, weil das Gas kann ja nicht komprimiert werden oder kann sich nicht ausdehnen. Darum ist dann auch das dV gleich 0. Das heißt umgekehrt, bei so einem Kreisprozess oder bei so einem Prozessschritt, bei einem isochoren Prozess, alle Wärmeenergie, die ich bei einem isochoren Prozess in das Gas reinstecke, wird direkt aufgewendet, um das Gas zu erwärmen. Dann ein zweiter spezieller Prozessschritt wäre der isobare Prozess. Der ist eigentlich, sieht sehr ähnlich aus wie der isochore Prozess, einfach als in diesem Fall der Druck konstant ist. Dazu gibt es eigentlich nicht mehr viel Spezielles oder Interessantes zu sagen. Dann ein weiterer spezieller Prozessschritt wäre die isotherme Zustandsänderung. Das wäre jetzt hier gekennzeichnet durch, also jetzt in dieser speziellen Aufgabe wäre jetzt gefragt, dass der Prozessschritt von 1 nach 2 ein isothermer Prozessschritt wäre. Die isotherme Zustandsänderung ist gekennzeichnet dadurch, dass die Temperatur konstant bleibt, wie es der Name auch sagt. Das heißt, wenn die Temperatur konstant bleibt, dann ist das dT natürlich 0. Das heißt, entsprechend kann sich die innere Energie nicht ändern. Das heißt, alle Wärme, die ich in dieses Gas reinstecke von außen, geht direkt in Arbeit über, die mir das Gas dann leistet. In den Vorlesungsnotizen findet ihr auch die genaue Herleitung. Man kann dann die Arbeit, die das Gas leistet, von einem Volumen V2, V1 zu einem Volumen V2 ist dann gegeben durch diese Formel. Wir kommen aber in einer späteren Teilaufgabe auch noch dazu. Und dann der letzte, auch sehr interessante Prozess, ist der adiabatische Prozess. Diese Zustandsänderung ist gekennzeichnet dadurch, dass er sehr schnell, also diese Zustandsänderung oder dieser Vorgang läuft sehr schnell ab. Das heißt, das Gas hat eigentlich keine Zeit, um Wärme mit der Umgebung auszutauschen. Und darum ist dann das dQ gleich 0. Es kann keine Wärme mit der Umgebung ausgetauscht werden. Das heißt dann wiederum, dass Arbeit, die das Gas verrichtet, voll auf Kosten geht der inneren Energie des Gases. Oder umgekehrt, wenn am Gas Arbeit verrichtet wird, dann geht diese Energie direkt in eine Erhöhung der inneren Energie über. Was noch speziell ist an der adiabatischen Zustandsänderung, ist die Kurve oder die Kurvenform. Die sieht dann nämlich anders aus als zum Beispiel bei einer Isothermen. Bei einer Isothermen die Kurvenform ist einfach proportional zu 1 über V. Und bei einer Adiabate ist die Kurvenform durch diese Formel hier gekennzeichnet. Der Druck mal das Volumen hoch Gamma ist eine Konstante. Was das Gamma genau ist, das sehen wir dann noch nachher noch genauer. Kommen wir jetzt zur Teilaufgabe A. In der Teilaufgabe A geht es darum, die Anzahl Mol, welche in diesem Gas enthalten sind, zu berechnen. Und das können wir direkt machen, zum Beispiel am Punkt 1. Am Punkt 1 sehen wir, ja, haben wir alles gegeben. Wir haben
das Volumen gegeben, wir wissen, wie groß der Druck ist und wir haben auch die Temperatur gegeben. Das heißt, mit der idealen Gasgleichung ist eigentlich das N die einzige Unbekannte, welche noch bleibt. Wir können also direkt die ideale Gasgleichung nach N auflösen und erhalten N ist gleich P1 mal das V1, das Volumen am Punkt 1, geteilt durch die universelle Gaskonstante R mal der Temperatur am Punkt 1. Setzen wir nun alle Werte ein, die gegeben sind in der Skizze, erhalten wir eine Gasmenge von 0,401 Mol. Ganz wichtig bei all diesen Aufgaben, das habe ich im ersten Semester auch schon häufig erwähnt, immer so lange wie möglich formal rechnen. Das ist jetzt hier in dieser Aufgabe nicht so schwierig, aber dann in den nächsten Teilaufgaben wird das dann ziemlich wichtig. Zum Beispiel gleich jetzt in der Teilaufgabe B. In der Teilaufgabe B geht es darum, dass die Arbeitsbilanz des Gases beim Prozessschritt von 1 nach 2 zu berechnen. Wir wissen, beim Prozessschritt von 1 nach 2 handelt es sich um eine isotherme Zustandsänderung. Wir wissen, bei einer isothermen Zustandsänderung ist die Temperatur konstant und die Arbeit, welche oder die Arbeitsbilanz oder die Arbeit, welche am Gas verrichtet werden muss, die ist gegeben durch Delta W. Ich benenne jetzt das mit Delta W 1, 2. Das ist die Arbeit, welche am Gas verrichtet werden muss, vom Zustand 1 zum Zustand 2. Das ist nichts anderes als das Integral über die gesamte Volumenänderung. Also das Integral von, und zwar mit dem Minuszeichen noch, weil wir wollen ja die Arbeit berechnen, welche am Gas verrichtet wird, minus das Integral vom Volumen 1 zum Volumen 2 über den Druck. Ja, und weil es sich ja hier in diesem Fall um eine isotherme Zustandsänderung handelt, wissen wir, dass wir den Druck P ausdrücken können mit unserer idealen Gasgleichung, sodass dann die einzige verbleibende Unbekannte V noch drin bleibt. Das heißt, die Formel, die sieht dann so aus. Weil die Temperatur ist ja konstant, die ist auf dem ganzen Weg von 1 nach 2, ist die gleich T1. Das heißt, das hier, das ist alles konstant, können wir nach vorne nehmen und wir haben nur noch ein Integral 1 über V mal dV, also ein Integral über eine Funktion 1 über V. Und die Stammfunktion zu so einer Funktion, die kennen wir. Das ist nämlich der Logarithmus. Das heißt, ich schreibe gleich das Endresultat hin, was schlussendlich herauskommt, ist minus n mal r mal t1 mal der natürliche Logarithmus von V2 über V1. Und eben auch hier wieder ganz wichtig, nicht schon zu früh Zahlen einsetzen, weil man macht immer wieder Fehler beim Abschreiben von Zahlen und es ist auch einfach übersichtlicher und einfacher. Ja, der genaue Zahlenwert ist jetzt hier in dieser Aufgabe nicht so wichtig. Wir brauchen den nachher nicht mehr. Das steht in der Musterlösung.
Was wichtig ist, dass man diesen Schritt hier versteht. Und jetzt habe ich eigentlich auch gleich diese Formel hier nochmal hergeleitet. Ist eigentlich die genau gleiche Herleitung wie im Vorlesungsskript auch. Dann zur Teilaufgabe C. Dort ist die Frage, was für eine Temperatur messen wir am Punkt 3. Jetzt am Punkt 3, wie kommen wir zu dem? Unser Kreisprozess geht ja von 1 nach 2, von 2 nach 3 und von 3 wieder zurück zu 1. Jetzt könnte man versuchen, alle nicht bekannten Parameter bei 2 und dann über 2 nach 3 auszurechnen. Das könnte vielleicht funktionieren, kann man versuchen. Aber wir wissen ja, wie die Kurvenform einer Adiabate aussieht. Das heißt, mit der Adiabatengleichung wird diese Teilaufgabe besonders einfach. Wir können eigentlich direkt über die Adiabatengleichung von 1 nach 3 kommen. Die Adiabatengleichung, die sieht, wie schon geschrieben, folgendermaßen aus. P mal V hoch das Gamma ist eine Konstante. Das heißt, das gilt entlang dieses ganzen Weges. So kann man dann direkt den Druck beim Zustand 3 berechnen. Der sieht dann so aus. Und dann kann man nochmals die ideale Gasgleichung am Punkt 3 verwenden. Und wenn man das dann auflöst nach T3, das ist die Größe, die wir wissen wollen, die wir bestimmen wollen, dort können wir dann für den Druck beim Zustand 3, beim Druck P3, diesen Ausdruck hier einsetzen und erhalten diesen Ausdruck hier. Also formal wäre das eigentlich bereits die Lösung. Wenn man jetzt noch Zahlenwerte berechnen will, das Gamma ist der Quotient aus der molaren Wärmekapazität für konstanten Druck Cp geteilt durch die molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen Cv. Die molaren Wärmekapazitäten Cv und Cp sind gegeben durch diese zwei Formeln hier. Für ein einatomiges ideales Gas ist die Anzahl der Freiheitsgrade F gleich 3, weil wir haben nur translatorische Freiheitsgrade, also 3 von denen. Und setzt man dann dieses F in diese zwei Formeln ein, teilt die durcheinander, erhalten wir für das Gamma einen Wert von 5 Dritteln. Setzt man dann all die gegebenen Werte aus der Skizze ein, also das Volumen V1, das Volumen V3, der Druck P1 und die berechneten Anzahl Mol aus der Teilaufgabe 1 oder Teilaufgabe A und der universellen Gaskonstante, kommt man schlussendlich auf eine Temperatur T3 gleich 476 Kelvin. In der letzten Teilaufgabe wird gefragt, wie viel Wärme dem Gas beim Prozessschritt von 2 nach 3 zugeführt wird. Beim Prozessschritt von 2 nach 3 handelt es sich um einen isochoren Prozess. Der ist eben charakterisiert dadurch, dass sich das Volumen nicht ändert, das heißt, es wird keine Arbeit verrichtet. Das heißt dann aber, dass alle Wärme, die ich bei diesem Teilprozess dem Gas zuführe, direkt in eine Erhöhung der inneren Energie übergeführt wird. Ich habe es hier nochmal hingeschrieben. Der erste Hauptsatz sieht so aus, und dann fällt die Arbeit, der Teil mit der Arbeit weg, weil sich ja das Gas nicht ausdehnen kann, kann keine Arbeit am Gas verrichtet werden oder das Gas kann keine Arbeit leisten. Das heißt, das DU, das sieht so aus, das ist
die molare spezifische Wärmekapazität bei gleichbleibendem Volumen mal der Anzahl Mol mal die Temperaturänderung entspricht dann direkt der Wärmeänderung oder der Wärme, welche dem System zugeführt oder abgeführt wird. Das heißt, die totale Wärmeänderung oder die totale zugeführte Wärme entspricht dann dem Integral über diesen Ausdruck hier. Und wir gehen ja jetzt von der Temperatur T2 oder vom Prozess Schritt vom Zustand 2 zum Zustand 3. Wir haben hier keine Variable T, das heißt, dieses Integral ist ganz einfach. Das gibt einfach das N mal CV mal die Differenz dieser Temperaturen. Setzen wir dann für das CV noch die hier gegebene Formel ein. Das ist die Anzahl Freiheitsgrade geteilt durch 2 mal die universelle Gaskonstante und ersetzen das T2 noch durch T1, weil auf dem Weg von 1 nach 2 bleibt die Temperatur ja gleich. Dann erhalten wir hier formal dieses Resultat. Setzen wir dann noch die gegebenen Zahlen ein, erhalten wir schlussendlich eine Wärmemenge von 880 Joule. Ja, wie gesagt, bei dieser Aufgabe handelt es sich um eine ziemlich typische Aufgabe, wie sie immer wieder vorkommt in der Thermodynamik. Es macht Sinn, sich diese gut anzuschauen. Ähnliche Aufgaben kommen an der Prüfung ganz sicher auch. Und grundsätzlich geht es immer nur um das, was hier auf diesen beiden Zetteln steht. Nicht viel mehr. Wenn man sich damit also gut auskennt, dann ist man eigentlich ziemlich gut gerüstet für alle diese Aufgaben. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zur nächsten Videolösung. Auf Wiedersehen.